Willkommen zurück zu Days Gone. Beim letzten Mal haben wir Boozer ein kleines Hundi gebracht. Ein Hundi! Ist er jetzt hier mit seinem Hundi? Ich meine, ist er hier reingegangen? Wir haben auf jeden Fall hier noch ein Sammelobjekt. Ja. Boozer, meine wunderschöne Frau. Ja, wir haben ja schon ganz grob von ihr gehört gehabt. Ja. Ein Foto von Boozers Frau Joanne. Gefunden in Boozers Besitztürmer. Okay. Auch eine Biker-Lady hier. Aber Boozer ist jetzt gar nicht hier mit seinem Hundi. Wieso ist er nicht hier mit seinem Hundi? Wo ist Hundi? Ich will den Hundi. Meine ist Boozers, aber trotzdem. So, was haben wir denn jetzt zu tun? Eine Hauptquest haben wir. Dann machen wir das. Das war das, wo wir uns mit Schizo treffen sollen, ja? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, was das angeht. Wirklich ein ganz mieses. Aber was soll's? Das ist halt so, wie es ist. Ach Mensch, hier vorne direkt, okay. Da hat sich das Bike nehmen ja gar nicht gelohnt. Mensch, mal gut, das hätte man auf der Karte erkennen können. Ja, ja. Bin da. Generell können wir uns hier eigentlich nochmal umschauen, um zu gucken. Gibt es hier auch nochmal irgendwie Zeug? Nein, können wir nicht. Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm, hier rein. Schizo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeige ich es dir. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Springschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da war, hast du die Medizin für deinen Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halte ich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann die Hohlbirne hat einen Plan. Alles klar. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Hm. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Das ist eine sehr harte Karte. Wir sehen uns da. Ich glaube, das ist eine ziemliche Scheißidee. Also wirklich. Trieb mich auf! Und eigentlich wollte ich ja jetzt hier ein bisschen rumgucken. Mal gucken, ob ich hier irgendwas zu gucken habe. Ja. Bin da! So, weil es gab ja hier irgendwie Dreiecke, habe ich gerade gesehen. Achso, das ist eine Tür. Ja, toll. Eine Tür ist relativ irrelevant gerade. Hier ist eine Tür, die führt nach draußen, ne? Jo, Igitt, helles Licht. Nicht mal das Stück Papier wert, auf dem er steht. Okay. Soll Frieden herrschen. Wo ist es? Da? Der Vertrag zwischen Lost Lake und Rest in Peace. Gefunden in Lost Lake. Friedensvertrag zwischen dem Lost Lake Camp und Rest in Peace. Durch die Unterzeichnung dieses Vertrags willigen beide Parteien im Namen des Friedens und des Wohlstands in einen Waffenstillstand und die Aufteilung des Landes zu gleichen Teilen ein. Das Land westlich des Iron Ridge Passes und um Iron Butte soll Carlos und Rest in Peace gehören. Das Land östlich von Iron Ridge und um Lost Lake soll Iron Mike und dem Lost Lake Camp gehören. Beide Parteien beschließen weiterhin die gleichmäßige Verteilung der Fundsachen an der Absturzstelle bei Lagspur. Okay. Also Zeichen von Mike Wilcox, Ricky Patil und Carlos. Okay.
Das ist deren Vertrag, ja. Und du meinst, sie halten sich daran. Ich meine, die sind da jetzt schon rübergekommen, haben dann hier Hundis getötet. Wo auch immer die Hundis auf einmal herkamen. Ein Brief von Iron Mikes Ehefrau Elisabeth, gefunden in Lost Lake. Mike, wenn du das hier liest, bin ich tot. Ich habe versprochen, dich zu überleben, aber Gott scheint andere Pläne gehabt zu haben. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wollte immer nur bei dir, mit dir zusammen alt werden. Aber wer bin ich, die Wege unseres Herrn in Frage zu stellen? Du warst so stark im vergangenen Jahr, dich an meiner Seite zu haben, hat diesen Kampf so viel leichter gemacht. Du bist mein Krieger, mein Ritter, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Die letzten 30 Jahre mit dir waren ein Geschenk. Jeder Ausflug, jeder gemeinsame Moment hat mein Leben wunderbar gemacht. Wir waren wandern und haben Berge erklommen. Doch du warst mein größtes Abenteuer. Sei stark, Mike. Wir sehen uns wieder, aber bitte nicht so bald. Ich liebe dich, Elisabeth. Okay. Zum Glück hatte sie Mike. Ja, Mike scheint ja an sich ja ein guter Kerl zu sein. Von Grundsatz her, von Prinzipien und so. Aber wahrscheinlich tatsächlich ein kleines Stückchen naiv. Aber deswegen will er ja eigentlich die Sache halt klären mit Carlos. Wo er Kiso mit zuziehen will, warum auch immer. Aber, naja. Mal gucken. Was ist denn hier? Paulinsen? Weißt du? Anderes Camp, da steht halt nicht jemand mit einer Knarre dahinter und sagt, hey, ihr müsst arbeiten. Arbeiten, ja, arbeiten. Arbeiten, ne? Okay, also, wir sollen da hinten hin. Eine andere Option haben wir auch nicht, also hier irgendwie noch groß was zu tun. Dann düsen wir da mal hin und hoffen auf das Beste, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie mein Munitionsstand ist, aber das wird schon. Aber wir sind aktuell relativ gut aufgestellt. Ich komme schon. Ja, ja. So. Einmal hier hinten irgendwo hin. Ich glaube, ich hätte in eine andere Richtung gehen sollen. Ah, scheiße. Ja, ein paar Rehe. Okay, also die Jäger habe ich abgeschüttelt. Eddie, hörst du mich? Ja, Dick, was gibt's? Ich habe Busa den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Hörst du mich? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Na, ich keine Ursache. Ernsthaft, der ist mir nachgelaufen. Ich will nicht abwimmeln. Nachgelaufen. Was hätte ich tun sollen? Hey, Mutter, hey. Komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Er heißt jetzt Jack. Ja, Jack hätte das gefallen. Nein, hätte es nicht. Deshalb habe ich's gemacht. Okay, langsam, sitz, Junge. Okay, das reicht jetzt. Okay, Dick, ich muss los. Busa Ende. Gern geschehen. Ey, ihr Penner. Oh komm, daneben geschossen, na toll. Jetzt aber. Na, also. Hi. Ihr könnt Türen aufmachen, was soll denn das? So, dann gehen wir mal rein. Skizzo, ich bin bereit. Bin hier noch gar nicht. Denk an unsere Treffpunkt, westlich von Milagwa Lake. Ja, ich werde da sein. Ich muss hier erstmal ein bisschen was aufräumen. So viel Zeit muss sein. Fast leer. Was zum... Oh, Scheiße. Ich sollte mir das lieber mal ansehen.
Lecker. Deke, hier spricht Lost Lake. Hörst du mich? Hey, Ricky. Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp wieder Strom. Auch in meiner Hütte. Großartig. Hey, ich, hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann kann ich endlich wieder heiß duschen. Großartig. Großartig. Hey, wo steckst du? Nicht in der Nähe. Wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen sprengen. Ja, aber wo? Weit weg. Wenn ihr Sprengschnur braucht, kriegt ihr die nur. Ricky, hey, da ist eine Störung. Ich höre dich nicht. Wir reden, wenn wir wieder zurück sind. Okay. Also weiß ich schon, wo wir hinwollen, ja? Okay. Dick, hier ist Tucker. Ach nö. Bist du da? Nee. Tuck, ja, ich bin da. Du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Gut, ich komm dann vorbei. Dicken Ende. Ja, ich komme bei Zeiten vorbei, was ich mal kurz gucken will. Ja, ist tatsächlich auch der letzte Campjob. Laut dem, also wenn das so stimmt. Es kann natürlich sein, dass er irgendwelche 0-15 Aufträge im Nachhinein noch bringen. Aber an sich ist das der letzte Job für das Camp. Hier haben wir auch noch einen. Hier haben wir dann noch zwei. Okay. So, auf zum Treffpunkt. Sind wir schon da? Was ist da mit dem Auspuff? Was soll das Schwebt in der Luft. Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß! Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Hey, die bemerken uns gar nicht. Das hoffe ich doch. Also, Iron Mike hat dich hier ist wieder richtig. Mit Carlos geschickt. Der Alte hat's dir erzählt. Ja, hat er mir erzählt, hat er. Na komm, gleich nochmal herstellen. Das war am Hammer. Genau. Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Ach, die haben das Treffen schon gemacht, okay. Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Scheiße. Hörst du das? Ja, Wölfe. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern, Höhlenforschern, was weiß ich. Komm, hier drüben, hilf mir hoch. Ja, schon dabei. Oh, jetzt geht das wieder los. Oh, jetzt geht das wieder los. Bist du bereit? Jetzt. Ja. Los. Alles klar. Sieh mal unten nach. Ob die Leiter irgendwo liegt. Ja, hilf mir doch nicht von oben, nein. Ja, okay, ist okay. Halt dich, wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Also, der wieder. Andere würden jetzt dem anderen erstmal hochhelfen. Er nicht. Vorsicht! Ich hab sie! Endlich, verdammt. Ja, da ist noch einer. Gute Nacht. Jo.
Reicht, ne? Ich war der Letzte. Skizzo? Skizzo, wo zur Hölle bist du? Moment, Moment, ich hab schon. Das scheint, du bist jetzt irgendwie erstmal alleine voran. Alles verwendet. Sich dann als Held darzustellen, dass er die Schnüre besorgt hat oder so. So. Kopf einziehen. Alles klar. Ich bin ja noch am Wölfeluten. Okay. Er hat eine Leiter. Wie toll. Die sieht sehr stabil aus. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad in schlechtem Zustand. Er war als gesperrt markiert. Okay. Aber ich habe hier drüben eine Blume. Und da haben wir auch einen Weg. Sind wir schon da? Das sieht ja schon ripperartig aus. Mit den knorrigen Ästen. Siehst du das? Oh, shit. Ja, Ripper-Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit. Ich will's sehen. Was? Bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay, okay. Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Okay. Das wird nicht gut gehen. So sieht's aus wie bei jeder zweiten Grillparty. Die haben in ihrem Kopf bestimmt Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht. Was zum Teufel? Sie schneiden sich selbst. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Was? Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Okay. Die sind frei. Bringt denen aber auch nichts. Sie da rumschreien. Gott. Runter, runter, shit. Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Na klar, die Hohlbirne weiß, wo es lang geht, natürlich. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, wieso? Ich bin oft hier lang gefahren, früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit, hier entlang. Halt, stopp. Okay. Okay, wir können weitermachen. War doch nicht halt, stopp. War falscher Alarm. Und da höre ich irgendwo Wölfe. Das ist ja schon wieder toll. Da, einer von ihren komischen Dingern da. Was ist das denn, verdammt? Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Da los, halt ein verdammtes Maul. Scheiße nochmal. Ui.
ich schon wieder höre, ne? Und da sind auch welche. Wollt ihr die da jemanden? Was zum Teufel? Spüre jetzt den Schlag! Scheiße! Gott, verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt! Ist da wer? Helft mir bitte! Komm schon! Bitte! Na los, wir müssen weg! Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey! Skizzo, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind! Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie. Ich hab sie. Ihre Beine sind gebrochen. Ach, du Scheiße. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu es einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Es ist alles okay. Alles ist okay. Sind schon ziemlich dreckige Mistkerle, diese Scheißripper. Alles okay? Okay. Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan. Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Oh, Pilze. Ein Rehpilz. Ist ein Pilz, der wieder ein Pilz geworden ist? Wie recycelt? Rehpilz? Prozent aus verarbeiteten Pilzen, ein Pilz. Oh shit, runter, runter. Was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Ripper, die zu Freaks werden. Los, weg hier, weg hier. Okay. Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst Nein. du Führer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Ja, das bringt viel. Komm, ja, toller Typ. Es muss noch einen Eingang geben. Hey, statt dass ich einfach mit dem Messer hier einfach aufbreche. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Ich habe hier Benzin, damit kann ich was in die Luft jagen. Oder zumindest anzünden. Oh, Schrott. Schrott. Und hier. Ein kleines Rohr. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Machen wir. Geht auch nicht. Dein Fuß ist nicht sonderlich effektiv. Okay, jetzt schon. Warte, warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist.
Zeug. Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Mach mal nicht so laut. So kein kleines Gewehr. Es ging alles so schnell. Ja, so kann es auch schnell enden. Prepare for the rising. Haltet euch vor für die Aufsteigenden. Oder Aufstehenden. Okay. Wo ist jetzt der Typ hin? Auf dem Dach? Nein, ist er nicht. Oh, was haben wir denn da? Eine Dose. Taschenlampe. Ist schon mal Licht aufgegangen? Skizzo? Jetzt schon, ne? Weißt du mal, wie das ist? Endlich nicht mehr unterbelichtet. Hier, helf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Na klar, müssen ja. Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Plötzlich keine mehr da, oder was? Du kriegst durch, ich halte. Nein, nein, nein. Du gehst, ich hab's. Los! Gleich lässt das fallen. Halt ne? Es jetzt für mich! Jo. Oh, Scheiße. Verdammt! So ein Schwächling. Klemmt. Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Ja, hi. Dick! Dick! Oh, Scheiße. Immer drauf. Griff kann falschen. Kann man hier so ein Medikit mitnehmen? Ach komm, lassen den Scheiß hier. Es regnet Krabbler. So. Ach komm. Hast du genug? Damit. Noch einer weniger. Gefällt dir jo. Das? Du da hinten noch? Ach komm, sei doch mal nicht so. Ich mach auch die Taschenlampe aus. Was hiervon? Okay. So, darauf erstmal das Ding hier reparieren. Sicher ist sicher. Hier sind immer noch zwei oder so. Komme ich hier eigentlich irgendwo durch? Ich komme hier durch, ne? Okay. Och komm! Erst damit! Es regnet immer noch, Krabbler. Aber jetzt anders. So. Ist verriegelt. Liegen bleiben. Ich wusste es. Was zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Ausnahmsweise. So, hier, die Tür ist auf. Hätten wir nicht gleich den Gang, den Durchgang hinnehmen können? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na, okay. Wie sollen wir denn da hoch? Indem ich dir hochhelfe? Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Das mach schon.
Ja, okay. So ein Schisser. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hoch. Oh mein Gott. Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Schieb doch einfach die Kiste hier runter. Hier, Kopf einziehen. Okay. Ich darf wieder Türen öffnen. Einer muss das ja machen. Das war's. Okay. Hey, das hier muss es sein. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Ich stehe aber nicht. Nimmst du noch ein Paket mit? Hält nicht auf, ne? Skizzo, ich wollte mich noch bedanken. Ja. Nein, Mann. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, so. Du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Bin da irgendwie ganz skeptisch. Nachher ist es einfach nur eine Falle. Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Hab ich's nicht gesagt. So ein Drecksack. War wahrscheinlich, ne, die Verhandlung, die sie hatten, ne? Skizzo und Carlos. Eine Mongols ausliefern. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich hab gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Das. Ich behielt meinen Namen und die Erinnerung. Wie du und Boozer und Jersey Jim mich festgehalten habt. Als Jack mit der Fackel kam. Jersey, das ist lange her. Wir hatten wirklich... Oh ja. Ich weiß noch, ich schrie. Ist okay. Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist, außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Oh. Wir ziehen das hier durch. Deacon St. John. Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh, ja! Yeah! Wir machen das doch wohl nicht ohne Boozer, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh, ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr?
Wie wahrscheinlich ist das? Wir alle drei. Du, ich, Busa, am Leben. Und wir treffen uns hier am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Busa gemacht? Oh, er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Die dich herbrachten. Lisa. Nein. So heiße ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Namen mehr. Niemand hier. Alle, die mir je wichtig waren, sind tot. Lisa, hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks. Nein. Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben. Wen sie verloren haben. Komm aus dem Ripper-Tempel. Ja. Leichter gesagt als getan. Und der Arm sieht halt wirklich nicht gesund aus. Nicht, dass ihm jetzt hier dasselbe passiert wie bei Busa. Der Arm sich so extrem entzündet. Ist ja wirklich kaum noch irgendwie was an Haut dran. Übel. Richtig übel, übel. Ah, na gut. Lisa hat uns geholfen. Ob Lisa jetzt freiwillig zu den Rippern zurückgekehrt ist, ist natürlich halt so eine Sache, ne? Also sie ist ja damals aus Lost Lake halt entflohen. Ja, ich würde sagen, wie es von hier aus weitergeht, gucken wir uns dann an in der nächsten Folge von Days Gone. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.